Archimede Pilot 42 Bronze. Ich hatte noch nie eine Bronzeuhr zum Review und war sehr gespannt und war erstaunt, wie leicht die Uhr ist. Und sie leuchtet wie eine Taschenlampe. Lasst euch überraschen und schreibt gerne etwas in die Kommentare. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, von den 6 Uhren, die ich aus dem Hause Ikler und der Marken Limes und Archimede vorstellen kann, ist dies die dritte Uhr und es handelt sich hierbei um die Archimede, die Archimede Pilot 42 in Bronze. Es ist die erste Bronzeuhr, die ich zum Review auf dem Tisch liegen habe und ich war extrem überrascht, wie leicht sie ist und wie wahnsinnig gut sie leuchtet, aber das zeige ich euch im Video. Bitte lasst doch eure Kommentare unter dem Video, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr keines der zukünftigen Videos verpassen möchtet. Und jetzt direkt zur Archimede Pilot 42 Bronze. Die Archimede Pilot 42 in Bronze ist eine sehr schöne und sehr gelungene Uhr. Das Material Bronze war für mich eine Überraschung. Ich hatte noch keine Bronzeuhr auf dem Tisch und an meinem 17 cm Handgelenk, finde ich, macht sie eine wirklich gute Figur. 42 mm, ja, ist normalerweise etwas über meinem Sweet Spot, aber ich finde, sie sieht wirklich sehr gut aus und trägt sich zudem sehr angenehm. Eine sehr, sehr gelungene Uhr, die sich an meinem Arm wohlgefühlt hat und bei der ich auch finde, dass das Gesamtpaket wirklich stimmt. Ich freue mich darauf, sie euch vorzustellen. In der Archimede Pilot 42 in der Bronzeausführung ist ein ETA 2824-2 verbaut mit einer nicht verschraubten Krone zum Ziehen und Drücken. Das Manufakturgehäuse ist aus Bronze und ist 42 mm im Durchmesser. Bei einer Höhe von gerade unter 10 mm mit 9,9 mm. Die Uhr ist eine relativ große Uhr mit 51 mm Lug-to-Lug, allerdings nur 20 mm Bandanstoßbreite. Die Zeiger sind im Hause Ikler selbst hergestellt, geschnitten und auch eigenhändig Temperatur gebläut. Die Uhr hat wie die meisten Fliegeruhren nur eine Wasserdichtigkeit von 5 bar, was 50 Meter entspricht. Das Bronzegehäuse ist gebürstet und man kann hier schon die ersten Anzeichen der Bronzealterung und der Patina erkennen. Das Material ist auch zwischen den Hörnern noch einmal erwähnt. Verbaut ist auf der Vorderseite ein planes Saphirglas. Und auf der Rückseite, auch wenn es nicht explizit ausgewiesen ist, würde ich wie bei den meisten Uhren von Archimede oder Limes ein Mineralglas erwarten. Die Uhr ist sehr, sehr schön gemacht. Es ist die erste Bronzeuhr, die ich mir näher angucken kann. Und hier finde ich es auch nicht so hart, wie ich es bei vielen anderen Fliegeruhren mit Stahlgehäuse finde. Das Gehäuse ist gebürstet und man sieht dem Gehäuse bereits erste Spuren der Bronzepatina, der Bronzealterung an. Die Krone ist extrem griffig, mit Archimede gelabelt und sehr sauber gearbeitet.
auch wenn das hier ein Nightshot ist, ich sage nur Sonnenbrille. Die Pilot 42 ist eine Taschenlampe. Sie blendet richtig in der Nacht und mit voller Kanone. Es ist unglaublich, was diese Uhr an Leuchtkraft besitzt. Ihr seht es hier auf dem Bild, sie sticht aus allen anderen Uhren deutlich heraus und auch im bewegten Bild gleich werdet ihr sehen, dass sie extrem klar und scharf ablesbar ist und ein unglaublich deutliches Bild in der Dunkelheit abgibt. Ich finde das klasse und mag das. Tja, was an dieser Uhr noch besonders ist, das ist weniger die Uhr selber als die unglaubliche Breite der Produktpalette, die Archimede bei den Pilotenuhren hat. Aus diesem Grunde werde ich auch nicht alle Preise aller Varianten nennen können, sondern zähle euch einfach einmal die Vielfalt und die Breite der Produktpalette auf. Archimede hat die Pilotenuhren in 36, 39, 42 und 45 mm. Archimede hat Typ A und Typ B Uhren. Es gibt auch Fliegeruhren in einer GMT-Variante. Es gibt auch Fliegeruhren mit einem Chronographen. Es gibt die Uhren mit schwarzen und mit in-house gebläuten Zeigern. Es gibt die 45 mm Variante mit kleiner Sekunde und Handaufzug, die 42 mm Variante wahlweise mit Automatik und Zentralsekunde oder mit kleiner Sekunde und Handaufzug. Es gibt auch Varianten mit blauem Ziffernblatt, es gibt sie als Bronzeuhren wie diese und als Stahluhren. Absolut der Hammer, extrem breit und vielfältig. Diese Uhr, die ich hier vorliegen habe, am Lederband, kostet mit den in-house gebläuten Zeigern 1020 Euro. Mit standardmäßig schwarzen Zeigern kostet die Uhr 940 Euro, Stand April 2020. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, teilt eure Gedanken zu der Uhr in den Kommentaren unter den Videos und vor allen Dingen teilt das Video mit Freunden, Familie, Kollegen und anderen Sammlern. Freut euch auf die Videos, die noch kommen. Bis dahin, euer Axel.